Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Recap zum großen Preis von Russland in Sochi, der Formel 1. Heute reden wir über ein extrem krasses Rennwochenende, und bereits vor dem Rennwochenende wurde viel diskutiert. Die Dreiplatz-Gridstrafe für Verstappen sei extrem unfair und würde sich extrem stark auswirken. Letztendlich hat sie gar keinen Effekt gehabt. Genau wie die 10-Sekunden-Strafe für Hamilton in Silverstone, weil Verstappen sich einen neuen Motor geholt hat und einfach vom letzten Platz gestartet ist. Meine Güte, diese Formel-1-Strafen, die nie irgendeinen Effekt haben auf die Fahrer. Naja, ich hoffe, die Diskussion ist vorbei, weil sowohl bei der 3-Platz-Grid-Strafe als auch bei der 10-Sekunden-Strafe haben wir im Prinzip dasselbe Muster. Und ja, die Diskussion könnte jetzt auch enden. Reden wir vielleicht dann doch lieber über das Rennwochenende. Das dritte Training fällt aus, weil es zu stark regnet. Und das Qualifying beginnt dementsprechend auch bei nassen Bedingungen. Und es wird immer trockener, sodass es in den letzten 1-2 Minuten Bedingungen gibt, bei denen man, wenn man die Reifen auf Temperatur gebracht hat, die Slicks, mit Trockenreifen nochmal schnellere Zeiten setzen kann als zuvor mit Intermediates. Und das haben insbesondere drei Leute, die da vorne strahlend standen, geschafft. Nämlich George Russell auf der 3, Sainz auf der 2 und Norris auf der 1. Die erste Pole Position für Lando Norris, super starke Leistung. Und andere Leute, die eigentlich in solchen Bedingungen ganz gut aufblühen, die sind ein bisschen baden gegangen. Das hat teilweise auch strategische Hintergründe. Mercedes sowie auch Red Bull, also für Verstappen nicht, weil der ist ja das Qualifying nicht mitgefahren, aber für Perez, die haben es halt versemmelt, dass sie zweigezeitete Runden auf den Trockenreifen fahren, so dass die Reifen nicht auf Temperatur kamen. Hamilton hat da seine Runde auch noch weggeworfen. Gut, hat man Verständnis für, der pusht halt maximal dann in dieser Runde und hat keine Temperatur in den Reifen, hat keinen Grip. Aber bei der Boxeneinfahrt hat er das Auto dann selbst weggeworfen, wo Toto ihn noch in Schutz nimmt und sagt, meine Güte, da kann er nichts für. Wo ich aber sagen muss, ich als der oft zitierte Lewis Hamilton Fanboy musste auf jeden Fall Hamilton recht geben. Der hat einfach einen Fehler gemacht. Der hat es versemmelt und er hatte Glück, dass er sich nur den Frontflügel angeknackst hat und da nicht mehr kaputt gegangen ist. Hamilton hat ja schon mal eine WM in der Boxeneinfahrt versemmelt. Gut, dass sich das 14 Jahre später nicht wiederholt, wird sich Mercedes wahrscheinlich denken. So, gehen wir weiter. Wobei, hätte die Session dann weiter stattfinden können, wenn die Boxengasse zu ist? Gute Frage. Wäre eine gute Möglichkeit gewesen, die Pole zu sichern. Wie dem auch sei, gehen wir weiter zu dem Rennstart. Also, Valtteri Bottas bekommt ebenfalls eine Motorstrafe, weil sich Mercedes wahrscheinlich gedacht hat, es wäre ganz smart, einerseits auf einer Strecke, wo man ganz gut überholen kann, diese Strafe abzusitzen, andererseits vielleicht Verstappen ein bisschen im Weg zu stehen. Aber Bottas hat ungefähr die Zweikampffähigkeiten von dem Erdbeermilchshake, den ich heute hatte. Nämlich so ziemlich gar keine. Der Erdbeermilchshake hat gnadenlos verloren, aber hat länger gehalten als Bottas im Rennen. Immerhin. Und ja, darüber hinaus hatten wir dann irgendwann ein bisschen Regen. Bis es Regen gab, gab es allerdings so ein, zwei Erkenntnisse, die ich sehr spannend fand. Nämlich folgendes. Lewis Hamilton zum Beispiel ist auf Medium-Reifen gestartet und wirkte super zahm. Verstappen ist auf harten Reifen gestartet und war extrem schnell in demselben Train wie Hamilton. Und irgendwann in derselben Runde sind Hamilton und Verstappen an die Box gegangen, gleichzeitig. Und jetzt kommt's. Lewis Hamilton wechselt auf Hard, Verstappen auf Medium und von dem Zeitpunkt an geht bei Verstappen nichts mehr. Kein Überholmanöver mehr in den nächsten paar Runden oder zumindest sehr wenige. Und Lewis Hamilton pflügt da durchs Feld, was mich so ein bisschen zu dem Entschluss bringt, die harten Reifen waren in Sochi vermutlich die beste Reifenmischung. Also die haben anscheinend richtig gut Pace gehabt, du konntest gut angreifen, gut überholen, also irgendwo waren sie auch in der Peak-Performance ziemlich stark und dementsprechend hat Hamilton dann einen extrem guten Stint abgeliefert, kam dann sogar nochmal an Norris ran und jetzt kommt's. Norris und Hamilton die einzigen beiden, die da ganz vorne sind und es fängt an zu regnen. Jetzt ist die Frage, hatte Hamilton ein bisschen Dusel und hat das Rennen gewonnen, weil es geregnet hat? Ich würde sagen nein, weil Hamilton schon zuvor extrem schnell und stark sich Norris vorbereitet hatte. Der hatte ihn sich gut zurechtgelegt und hat dann dementsprechend auch nur eine halbe Sekunde und teilweise weniger Rückstand gehabt. Was darauf hindeutet, Hamilton hätte Norris vermutlich im Trockenen auch überholen können. Ja, und dann sind sie irgendwann auf Intermediates gewechselt. Davor sind auch schon ein paar andere Teams auf Inters gegangen, zum Beispiel Verstappen. Und dementsprechend gab es dann, obwohl manche Leute so eigentlich ein ziemlich geiles Rennen abgeliefert hatten, ein paar sehr tragische Verlierer und einige Leute, die extrem aufgeblüht sind. Zum einen natürlich Lewis Hamilton, eine Minute Vorsprung. Und zum anderen, und jetzt kommen wir vielleicht zu den Verlierern des Rennens, und es tut einem extrem weh, Lando Norris. Also sorry, das hätte mindestens P2 sein müssen.
Und letztendlich verstehe ich nicht, warum man ihn nicht reinholt, wenn Hamilton in einer Runde, ich habe den Abstand genau beobachtet, 6 Sekunden aufholt. Und klar, diesen Regen kann keiner so stark prognostizieren, aber selbst mit diesen 6 Sekunden und mit einem etwas stärker werdenden Regen konnte man ja schon absehen, dass eben die Intermediates die bessere Reifenwahl sein würden. Und letztendlich hat's ihn hart erwischt. Das tut extrem weh für Lando Norris. Am Ende ist er auf Platz 7 abgerutscht, bekommt vielleicht sogar eine 5-Sekunden-Strafe, weil er in der Boxeneinfahrt auch nochmal kurz aus der Einfahrt rausgerutscht ist und wieder zurück musste. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Hockenheim 2019 mit Hamilton. Man wird es aber nochmal sehen, was da die Stewards sagen. Norris hat das natürlich nicht beabsichtigt gemacht. Der konnte halt einfach nicht mehr lenken. Also das war einfach nur noch glatt. Ja? Und dementsprechend belastend für ihn. Belastend ebenso natürlich auch für manche andere Kandidaten. Ein Charles Leclerc war ebenfalls jemand, der extrem stark dadurch gelitten hat. Und eine Person, die ich hier hervorheben möchte, ist Sergio Perez. Der Sergio Perez ist eigentlich ein ziemlich gutes, knackiges Rennen gefahren. Bis dahin war er am Wochenende im Qualifying noch recht zahm unterwegs. Da könnte man ihn für kritisieren und für den schlechten Rennausgang jetzt letztlich auch. Aber wenn man mal ehrlich ist und sich den Rennverlauf mal genauer betrachtet, war das Rennwochenende von Sergio Perez insgesamt vielleicht nicht das Beste, aber das Rennen war super. Das Rennen war richtig, richtig gut von Sergio Perez. Und jetzt kommen wir zu den Leuten, die ein bisschen geglänzt haben. Also, gut, klar, Lewis Hamilton, abgehakt. Max Verstappen, der von 7 auf 2 nach vorne ist. Also für die Leute, die sich vielleicht überlegen, ja, Hamilton hat mit Dusel gewonnen. Der hat vielleicht 7 Punkte mit Dusel gewonnen, selbst wenn man das mit einbezieht. Aber Verstappen hat safe 12 Punkte mit diesem Regen entsprechend auch nochmal dazu gewonnen. Also irgendwo hat der Regen Verstappen dann nochmal mehr Punkte beschert als Lewis Hamilton, selbst wenn Hamilton im Regen nicht, im Trockenen nicht gewonnen hätte. Ja, darüber hinaus Carlos Sainz, wo es, ich sag mal, zwischendurch extrem schwierig aussah, ob der denn überhaupt nochmal auf dem Podium sein kann oder nicht. Ich freue mich, dass er es dann doch nochmal geschafft hat aufs Podium. Wie gesagt, Teamkollege Leclerc leider dann komplett hinten abgefallen. Natürlich Verstappen super, super krass auch da vorne mitgefahren. Dann haben wir noch Daniel Ricciardo und auch Valtteri Bottas, die beide eben durch den Regen am Ende profitiert haben. Ungewöhnlich, dass eben Bottas sogar dadurch profitiert, weil der eigentlich ja nicht der stärkste Regenfahrer ist. Der bekommt ja oft die Reifen nicht auf Temperatur. Hier entsprechend schon stark gemacht. Und Daniel Ricciardo hatte einen Slowstop mittendrin. Also Boxenstops waren eh nochmal ein krasses Thema. Viele Teams haben die Boxenstops versemmelt. Und gut, dass Daniel Ricciardo da noch ein bisschen nach vorne kommen konnte. Schade, dass das auch so ein bisschen auf Kosten seines Teamkollegen war. Fernando Alonso ist grundsätzlich ein richtig starkes Rennen gefahren. Das muss man, finde ich, eh anmerken. Richtig, richtig gutes Rennen. Letztendlich allerdings auch da, wenn der Regen nicht so krass eingesetzt hätte, und zwar sehr, sehr plötzlich, dann hätte der vielleicht sogar ums Podium mitfahren können. Also der war ja kurz auch auf Platz 3, aber so wurde es dann am Ende P6, auch eine sehr gute Position. Und auch Kimi Räikkönen auf Platz 8, zumindest aktuell noch. Mal gucken, ob bei Norris noch eine Strafe eintrudelt. Und Kimi Räikkönen ebenfalls mit einem super Wochenende, genau wie George Russell, der nach seinem dritten Quali-Startplatz, wo es klar war, der wird, auch wenn er im ersten Stint vorne bleibt, vermutlich P3 nicht halten können, der auch nochmal einen guten 10. Platz nach Hause gebracht hat. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einer sehr, sehr schwierigen Geschichte. Meine Güte, was war da zwischen Aston Martin los? Also, zwischen den beiden Aston Martin Piloten natürlich. Sebastian Vettel will außen, in Kurve 10 ist es, also vor der zweiten DRS-Zone, Lance Stroll überholen. Und Lance Stroll denkt sich einfach, boah, ich lass mich einfach nach links tragen und ich fahre einfach immer weiter nach links und erwischt dann halt auch Vettel und drückt den in die Wand. Also, was ist da bitte los? Das ist jetzt der zweite Kontakt gewesen, wobei in Monza weiß ich gerade nicht, ob es wirklich ein Kontakt war oder ob Vettel nicht in den Kurven danach irgendwo einen Schaden sich eingefangen hat. Aber das ist das zweite Mal, dass eben die beiden Aston Martin super aggressiv untereinander unterwegs sind. Und letztendlich haben beide dadurch nicht gepunktet. Ja, kann man sagen, irgendwo Karma für Lance Stroll oder auch für Aston Martin so gesehen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen schade, dass halt eben die beiden wieder aneinander geraten sind. Für die WM ist es auf jeden Fall ein extrem spannendes Ding, wie das jetzt letztlich ausgegangen ist. Ne? Wir haben 2 Punkte Vorsprung für Lewis Hamilton derzeit. Ja, das ist knapp. Darüber hinaus haben wir Valtteri Bottas auf der 3, mittlerweile relativ deutlich. Das ist sehr, sehr gechillt, wobei Lando Norris noch schärfster Verfolger ist. Und Sergio Perez, wie gesagt, trotz guten Wochenendes,
der fällt da halt ein bisschen weiter ab und aktuell muss der sogar aufpassen. Aktuell ist der weiter von Lando Norris entfernt als die beiden Ferrari von ihm. Das ist halt schwierig. Gucken wir mal, wie das weitergeht natürlich. Und in der Konstrukteursmeisterschaft, da gucken wir nochmal auch drauf, da hat zum einen Alfa Romeo einen kleinen Schritt in Richtung Williams gemacht. Mal gucken, ob der nicht vielleicht noch ein bisschen größer wird durch die Norris-Strafe. So sind es aktuell noch 16 Punkte Rückstand. 3 Punkte haben sie Stand jetzt aufgeholt. Und darüber hinaus haben wir bei Mercedes mittlerweile 33 Punkte mehr als bei Red Bull. Die haben 15 Punkte mehr geholt. Das ist crazy. Und McLaren hat 4 Punkte mehr geholt als Ferrari. Schade, weil das hätte deutlich mehr werden können letztendlich, wenn eben Lando Norris weiter vorne gewesen wäre. Wobei man dasselbe als Argument auch bei Charles Leclerc nehmen könnte, wenn die eine bessere Strategieentscheidung bei dem Monegassen getroffen hätten. Aber so oder so, die WM bleibt spannend im Kampf um Platz 1 in der Fahrermeisterschaft, genau wie um Platz 1 in der Konstrukteursmeisterschaft, ebenso wie um Platz 3 in der Konstrukteursmeisterschaft. Super enge Kiste. Und by the way, auch Alpine zieht mal wieder Alpha Tauri und Aston Martin weg und ist jetzt dreistellig geworden. Das fünfte Team, das dreistellig ist. Crazy, das hätte ich in Vorbereitung der Saison auch nicht gedacht, aber das haben die gut hinbekommen. Also nach den ersten 2-3 Rennen, ne, da sah Alpine super schlecht aus. Also die hatten super viele Probleme, ERS fällt aus und so weiter und so fort. Richtig, richtig weirde Rennen hatten die da. Aber die haben sich gut gefangen und kommen gut nach vorne. Und Alonso hat in sehr, sehr vielen Rennen gepunktet. Ich glaube mittlerweile in 11 von 15 gefahrenen Rennen, wenn man mal Belgien ausklammert, in 11 von 14 gefahrenen Rennen. Crazy! So, ihr Lieben, das ist das Recap. Insgesamt bin ich froh, dass wir mal ohne extrem, ja, kontroverse Situationen, die rausgegangen sind. Mir ist das Wort fast schon entfallen. So sehr habe ich es verdrängt fast schon. Wir sind ohne große Kontroverse rausgegangen. Der WM-Kampf spitzt sich immer weiter zu. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ja, das wird nochmal extrem eng zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Eng ist es, stand jetzt halt auch schon. Nur 2 Punkte Abstand. Und ja, wer glaubt, dass, falls Lewis Hamilton mal ein bisschen davon eilen sollte, dass er dann uneinholbar vorne ist. Meine kurze Statistik. Hamilton hat 2 der letzten 11 Rennen gewonnen. So extrem überlegen, wie manche Leute tun, kann der Mercedes-Stand jetzt nicht sein. Nur mal ein kleiner Fun-Fact. Ihr Lieben, ich freue mich auf den weiteren Verlauf der Saison. Ich hoffe, dass die beiden nicht mehr aneinander geraten und dass wir schöne Rennen sehen. Sochi hat mir viel Spaß gemacht. Erst komplett aus taktischer Sicht, weil ich es interessant fand zu sehen, was geht mit welchem Reifensatz bei welchem Fahrer. Und diese Erkenntnis zu haben, okay, die Harten scheinen extrem viel besser gewesen zu sein als die Mediums an diesem Wochenende. Und später war es natürlich super spannend, allein durch den Regen. Und davor war es ja auch schon spannend durch das Qualifying. Also geiles Rennwochenende, finde ich in Summe super, super coole Sache und dementsprechend, ja, schönes Ding. Nichtsdestotrotz bleibt nochmal ein Call, wobei das Video wird wahrscheinlich zu spät dafür online kommen für den Aufruf. Ich hoffe, ihr habt gewählt, sagen wir es mal so. Und wir sehen uns demnächst wieder. Lasst gerne Daumen nach oben, da gerne ein Abo raus, und beim nächsten Video dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, haut rein. Tschüss. Ach so, natürlich noch monumental, ne, dass Hamilton jetzt 100 Rennsiege hat. Nur mal so, by the way, nebenbei bemerkt.